Und schon ist es Samstag. Ja, ich habe euch ja meinen Puzzle-Stand gezeigt beim letzten Mal. Allzu viel oder sehr viel weiter bin ich bei Alice noch nicht gekommen. Obwohl es wirklich sehr, sehr schön ist. Aber es ist auch mal wieder schwerer als gedacht. Das ist meistens so, glaube ich. Aber bei Kinkade ist es ja so, dass er sehr häufig Motive, meinetwegen irgendwie rote Rosen, hat er links und hat er rechts. Oder ihr habt Bäume, die ähnliche Struktur haben wie bei Alice. Und dann weiß man nie, gehört das jetzt zu dem Baum oder gehört es zu dem. Das erschwert die Sache natürlich ein wenig. Außerdem finde ich immer, dass die Farben nicht ganz so sind, wie sie auf dem Karton sind. Also bin ich mir da auch manchmal nicht ganz sicher, ob das nicht irgendwie in eine dunklere Ecke muss oder in eine hellere. Aber es macht sehr viel Spaß. So, aus Transparenzgründen weise ich nochmal darauf hin. Ich zeige euch gleich ein Rezensionsexemplar. Die dürfen wir behalten, wenn wir sie gelesen haben. Und wir dürfen darüber sagen, was immer wir wollen. Ja, das andere ist, unten in der Infobox findet ihr alles verlinkt, worüber wir hier sprechen oder worüber ich hier spreche. Es ist so ungewohnt für mich, dass ich ganz alleine hier bin. Also, worüber ich jetzt sprechen werde, das verlinke ich euch unten oder wir verlinken es. Das machen wir meistens zusammen, weil das dann schneller geht. Ja, und von den Links führen einige zu Amazon. Das heißt, wenn ihr darüber einkauft, bekommen wir Prozente und ihr unterstützt damit den Kanal, ohne dass ihr etwas davon merkt, außer dass ihr vielleicht ein gutes Gefühl habt. So, gestern Abend wollte ich eigentlich lesen, wurde dann aber nichts, weil Sina entdeckt hatte, es waren so Hallmark, ähnliche Filme hochgeladen und wir haben zwei geguckt, ja. Zwei hintereinander. Das ist ganz selten, dass das mal passiert. Aber der erste, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Sina wird euch das bestimmt noch erzählen oder hat es euch schon erzählt. Aber den zweiten, Verliebt in den Autor, den fand ich wirklich sehr witzig. Er war total durchgeballert. Ja, wie ist das, wenn ein Autor unter Pseudonym schreibt und ja, dann irgendwann kommt halt raus, ja, oder nicht raus, und er will vor allen Dingen nicht, dass es rauskommt, dass der Autor, er der Autor von dieser Top-Seller-Reihe ist. Finde ich, ist ein super interessantes Thema. Ich fand es einfach toll. Und wenn ihr Insatiable gesehen habt, da gibt es ja Bob and the other Bob. Und das ist der hübsche Bob, der mega attraktive Bob, der da mitspielt. Aber da ist er noch viel jünger. Also wenn ihr von ihm ein Fan seid, dann solltet ihr da auch auf alle Fälle reingucken. Aber es ist wirklich ein ganz, ganz bezaubernder Film. Also den solltet ihr euch anschauen. Was gab es denn noch? Was wollte ich euch denn noch dringend berichten? Ja, eigentlich so gar nicht mehr groß was. So viel habe ich gar nicht erlebt innerhalb von einem Tag. Ist ja auch mal gut so, ne? So, also kommen wir zu Terry Pratchett, das Erbe des Zauberers. So, und es geht voran, findet ihr nicht? So, wir sind jetzt schon auf Seite, oder ich bin da auf Seite 168. Ja, und das finde ich ist ein sehr interessantes Thema eigentlich. Nicht so schön in der Vorstellung, aber Oma Wetterwachs ist halt der Ansicht, dass Bücher von toten Autoren etwas von Nekromantie haben. Nekromantie, wisst ihr ja, das hat was damit zu tun, die Toten wieder lebendig zu machen. Habe ich im ersten Moment gedacht, nee, ne? Auf der anderen Seite, wenn man ja die Theorie irgendwo aufgreift, die Michael Ende in seiner unendlichen Geschichte gehabt hat, dass man ja die Charaktere auflädt. Also wer ein Fan ist von Feuer und Stein, hat im Grunde genommen ein Bild von Jamie oder auch von Claire in den Augen. Und vielleicht gibt es die beiden ja auch irgendwo in einem parallelen Universum. Und wir haben sie durch unsere Vorstellungskraft halt zum Leben gebracht. Aber ich finde, das will ich mir gar nicht so vorstellen, dass das Nekromantie ist. Dann dürfte man also kein Goethe, kein, ich weiß nicht, wer sind schon alles tot, ganz viele sind schon tot. Mir fallen jetzt leider wieder fast nur die Lebenden ein. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja, und ich finde es
manchmal, nicht immer, auch ein bisschen tricky, wenn man zum Beispiel einen Film sieht und man weiß, der ist tot. Wie zum Beispiel Heath Ledger. Sina sagt immer, oh, ne, so früh, viel zu früh. Ja, das stimmt wohl. Marilyn Monroe, James Dean, Liz Taylor. Unendlich viele Schauspieler, die ja nun schon nicht mehr leben und die trotzdem immer noch wieder über unseren Bildschirm flackern. Wie ist das bei Musik? Sollte, ja, also wenn man sich auf das Thema erstmal ein bisschen einlässt, also ich bin einfach dagegen. Ich bin dagegen, dass irgendwie einen Bezug hat. Wie gesagt, wenn man natürlich an die unendliche Geschichte denkt, aber ich glaube, das hat ja, es sind die Geschöpfe ja von dem Autoren. Es ist ja nicht der Autor selber. Dann sind wir ja beim Thema. Terry Pratchett lebt ja auch nicht mehr. Aber seine Scheibenwelt wird ja immer noch durch seine Fantasie, die er ja irgendwann in Büchern niedergeschrieben hat, werden diese Figuren doch sehr real. Und ich würde mir sehr wünschen, dass es irgendwo ein Universum gibt, wo Oma Wetterwachs mit ihrem Besen zusammen mit Nanny Ock durch die Gegend fliegt. Aber gut, ja, das war halt ein Gedankengang von Oma, aber sie ist ja nicht die Freundin von Büchern. All derweil hilft ja alles nicht. Selbsterfahrung, das ist es, was es bringt. Das ist übrigens auch ein sehr interessantes Thema, mit dem wir mit einer Freundin von mir gesprochen haben. Und zwar sagte sie, wie kommt es eigentlich, dass man einen Ratgeber liest, wie zum Beispiel Wünschen leicht gemacht oder machen Sie Karriere oder keine Ahnung, was auch immer. Man liest ihn, man findet den auch gut, alles super, aber leider ändert sich im Leben nichts. Liegt das vielleicht daran, dass man diese Sachen, es immer Theorie bleibt, es liest sich gut, aber wer setzt das wirklich schon um? Und das andere ist, wenn man es auch für eine Zeit lang umsetzt, wie schnell fällt man wieder in die alten Muster zurück? Ich glaube, dass es viel damit ja auch zu tun hat, weil der Mensch ja nun mal ein Gewohnheitstier ist. Das ist gut und das ist manchmal auch schlecht, aber sagen wir mal, in dem Moment ist es gut, wenn man etwas ändern will. Wenn man es lange genug durchgezogen hat, überschreiben sich ja Programme, die man hat. Und man kann etwas ändern. Wenn ihr, ich weiß nicht, ich habe mal so ein paar kennengelernt oder kannte die und die waren bei einem Lebenshilfeseminar. Das heißt, er nicht. Sie ist hingefahren. Und das war irgendwo in der Schweiz, irgendwo schöne Gegend, tolles Hotel, alle Leute nett, alle positiv bis zum Stehkragen. Und dann bekam er einen Anruf, ich komme nicht mehr zurück. Ich habe mir das überlegt, das ist nicht das Leben, was ich will. Ich will noch mal ganz neu starten. Und ja, ich komme natürlich noch mal einmal zurück, ich will meine Sachen regeln und dann war es das. Er war natürlich äußerst unglücklich. Das ist eben die Schwierigkeit, wenn man diese solche Erfahrungen halt auch nicht gemeinsam macht. Aber sie ist dann zurückgekommen. Die beiden haben ganz lange und viel miteinander geredet und irgendwann hatte der Alltag sie auch wieder. Und das ist ja so diese Sache, ihr fahrt irgendwo hin, es ist alles toll. Oder zum Beispiel ihr fahrt in Urlaub, denkt, oh, ich weiß nicht, Ibiza, Mallorca, keine Ahnung, das ist der Traum schlechthin. Es ist aber was anderes, wenn man dort lebt. Und ja, also ich finde das mit den Ratgebern auch sehr schwierig. Und Sina sagte dann noch dazu, naja, es ist eigentlich auch ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, wo sie das her hatte. Wenn man halt, was wollte ich euch denn jetzt erzählen? Jetzt habe ich den Bogen verloren, weil ich mich gerade daran erinnert habe, dass ich das bitte nicht falsch erzählen soll. Ich komme jetzt nicht mehr drauf, vielleicht fällt es mir gleich nochmal ein. Auf alle Fälle Ratgeber, ach so ja, dass die Deutschen halt dazu neigen, lieber einen Ratgeber zu lesen, als dass sie zum Beispiel den Nachbarn fragen oder wenn ein Baby anfängt, Zähne zu bekommen, wird lieber im Ratgeber oder bei Google geguckt, als dass man die Mutter, die vielleicht 5 Kinder hat, fragt, sag mal, wie hast du das gemacht? Gibt es da irgendetwas, was hilft oder so? Also sind wir da so unsicher? Fragen wir ja ungern jemanden um Rat oder meinen wir wirklich, die Ratgeber sind in allem immer 100% richtig? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, habt ihr da
Erfahrungen mitgemacht, habt ihren Ratgeber gelesen und es war für euch die Offenbarung. Euer Leben hat sich komplett geändert und ihr seid ganz jemand anderes geworden. Und wie habt ihr es dann gemacht? Würde mich interessieren. So, Lindsay Sense. Ich bin jetzt auf Seite, ist auf Seite 284. Hier geht es übrigens auch um Ratgeber. Darum habe ich das jetzt auch nochmal aufgegriffen. Ich will euch jetzt aber auch nicht sagen, in welchem Zusammenhang. Falls ihr das Buch lesen wolltet, dann würde ich euch einen Spaß einfach vor der Nase wegklauen. Und das will ich nicht. Ihr sollt da selber eure Freude dran haben. Ich muss sagen, dass es mir wieder sehr gut gefällt. Ich finde es sehr entspannt, weil ich genau weiß, wirklich was richtig Böses passiert da nicht. Natürlich habt ihr einen Spannungsbogen, aber es ist eben auch sehr familiär. Ihr habt eine tolle Atmosphäre, tolle Häuser. Diesmal spielt sogar noch ein ganz großer Hund mit, so einem Mastiff. Das habe ich mir natürlich gemerkt, 75 cm hoch und 100 Kilo schwer. Unsere Emmy wiegt, glaube ich, so 25 Kilo. Also wenn die einen schon anspringt und man ist nicht da mehr darauf gefasst, ist das schon ein ordentliches Geschoss. Und dann habe ich mir nur vorgestellt, so ein Mastiff, wenn der dich anspringt. Wir hatten ja früher eine Dogge. Das war natürlich auch so eine Sache, wenn die einen ansprang. Erstens hat sie mir dann fast in die Augen geguckt, so, naja, ein bisschen kleiner war sie dann doch noch, aber das ist schon eine ganz schöne Wucht, die dahinter hängt. Und ich mag das ja, wenn so Mastiffs sind ja auch dafür bekannt, dass sie ganz gerne sabbeln. Das hat unsere Dogge auch gemacht. Das ist weniger schön, kann ich nur sagen, aber nun ja, kann das Tier ja auch nichts für. Es entspannt mich jedenfalls. Es relaxt mich total. Ich muss da nicht groß nachdenken. Und das ist auch so ein Thema, habe ich auch noch mit Sina drüber geredet. Wenn man wirklich da mit der Lupe rüber geht, was ist da unlogisch und was passt jetzt nicht, weil die Vampire ja eigentlich im Grunde genommen alles können, nimmt man sich ganz viel Lesegenuss. Also wenn ich so ein Buch lese wie dies hier, gehe ich einfach mal davon aus, dass das alles nicht so super, hyper logisch sein muss. Dann nimmt man sich, glaube ich, auch ganz viel von dem Spaß. So, und jetzt zeige ich euch etwas. Das habe ich vom Verlag geschickt bekommen. Also ein Rezensionsexemplar. Und wisst ihr, was das Grausame ist? Ich habe das hier jetzt bestimmt schon 2 Wochen oder 3 Wochen liegen. Aber Exemplare haben ja immer eine Sperrfrist. Das heißt, man darf sie nicht eher rezensieren oder eine Rezension hochladen, bevor sie halt erschienen sind. Das heißt also, ich glaube, dieses Buch erscheint am 20. oder am 25. September. Ich habe es hier und es ist eine Marter für mich, dass ich nicht dabei kann. Ich will aber auch im Grunde genommen das auch zeitnah lesen, bevor ich also die Rezension abgebe, dass da nicht so irre lange Zeit vergeht. Ich mag es gerne, wenn ich gerade in dem Schwung bin. Und ich freue mich so darauf. Schaut es euch an. Der Uhrmacher in der Filigree Street. Es ist der Knaller. Ist das wahnsinnig schön? Ja. Und es ist halt, ja, es ist wohl auch ein Krimi bzw. ein Abenteuer. Es ist viktorianisch und wow, hier mit dem Oktopus. Und ich muss sagen, ich bin so schwerst verliebt. Das war auch so ein Buch, bei dem ich gesagt habe, wow, das musst du haben. Ja, erschienen ist es bei Klett Cotter. Das sind ja die sehr hochwertige Bücher herausbringen mit einem gewissen Anspruch. Das heißt, sie haben ja auch Tolkien verlegt, der Herr der Ringe ist alles Hobbitpresse. Ihr habt, ja darum ja, Hobbitpresse, ne? So, ihr habt die Brautprinzessin, ist ja auch ein ganz ausgezeichnetes Buch, kommt auch von Klett Cotter. Ach, die haben so tolle Bücher gemacht. Ja, und ich bin super froh, dass ich das jetzt für euch vorab dann schon lesen darf. Und ich bin mal gespannt, wie lange ich die Finger noch davon lassen kann, aber das wird ja, wir rutschen auf den Termin ja immer weiter zu und das ist gut so, denn dann kann ich es lesen. So, jetzt will ich euch auch gar nicht mehr lange mit meinem Kram hier aufhalten. Es gibt nämlich nichts mehr zu berichten. Jetzt gleich gibt es Impressionen und dann bin ich wieder für euch da. Bis dann! Thank you.
Ich zeige euch einmal gerade, wie weit ich mit dem Alice im Wunderland Puzzle bin. Ihr seht, es sieht ein bisschen chaotisch aus, überliegen ein paar Teile. Ja, aber es wächst. Es wächst zusammen und ich bin guten Mutes, dass es vielleicht ein, maximal 2 Tage dauert. Und dann bin ich damit fertig. Und es ist wirklich ganz bezaubernd. Ja, ich bin sehr glücklich damit. Ich hoffe, ihr hattet einen oder, ja, ihr hattet, wenn ihr es jetzt seht, dann hattet ihr das, einen schönen Sonntag. Ja, bei uns war der Sonntag ziemlich ruhig. Sina konnte endlich mal wieder schreiben. Ich habe gepuzzelt, nebenbei ein bisschen aufgeräumt und sauber gemacht. Ja, und was habe ich noch gemacht? Gelesen natürlich. Ja, gestern Abend war es ein bisschen wenig mit Lesen. Wir hatten ja noch Food Theory gesehen. Das fand ich also auch recht spannend, aber das hat Sina ja für euch alles schon aufgenommen und erzählt euch genau, worum es da ging. Es war jedenfalls sehr interessant, wenn ihr euch für Bier interessiert und wie man das am besten trinken sollte oder woher der Starbucks, wie heißt der, Pumpkin Spice Latte gekommen ist und warum gerade der so erfolgreich ist und warum da am Anfang gar kein Kürbis drin war. Und was haben wir denn noch geguckt? Irgendwas war da noch. Das dritte fällt mir jetzt gerade nicht ein, ad hoc. Ist ja auch egal, wenn ihr also genau wissen wollt über diese Themen. Ich verlinke euch nochmal den Blog von Food Theory und das mit dem Bier und das mit dem Pumpkin Spice auch nochmal. Das dritte, wie gesagt, ist mir jetzt geistig gerade völlig entfallen. Wahrscheinlich das Interessanteste. Dann guckt ihr jedenfalls nochmal bei Sina auf dem Blog und dann findet ihr das alles. So, dann komme ich eigentlich schon zum Lesen. Das erste ist das Erbe des Zauberers. Ja, wie weit seid ihr denn jetzt? Ich bin jetzt auf Seite 186. Ja, und was ich ganz spannend fand, ich hatte mich gestern noch, und ich glaube, Sina hat es auch im Vlog besprochen, wir hatten uns gestern noch darüber unterhalten, dass es ja damals, oder heute ja eigentlich auch noch, üblich war, dass Landstreicher oder... Ist Bettler noch korrekt? Ich weiß es nicht ganz genau. Jedenfalls haben die oder auch Diebe haben früher an die Haustür oder an draußen ans Gartentor haben die Zeichen hinterlassen für oh, Vorsicht, bissiger Hund oder ist gutgläubig oder hat ein weiches Herz, weiß der Kuckuck, was da gekennzeichnet wurde. Und ich weiß nur, dass es damals ja irgendwie auch mal durch die Presse ging, achten Sie darauf, ob Sie solche Zeichen an der Tür haben. Ich kenne nur dieses Zeichen, was diese drei Königssänger, ich bin ja nicht katholisch, sind das drei Königssänger? Da gibt es da Kaspar, Walter, Melchior. Ja, in Reihenfolge x-beliebig, die drei jedenfalls aus dem Morgenland. Und dann wird ja dahinter noch die Jahreszeit geschrieben. Und ja, wie oft kommt das vor, dass man das in einem Buch liest? Klar, war ja wieder typisch. Das Erbe des Zauberers stand dann halt auch, dass ja, Granny an einer bestimmten Tür ist. Und dort sieht sie halt die Zeichen dafür, dass Hexen sehr willkommen sind und dass die Frau, die dort wohnt, sehr leichtgläubig ist und dass sie unbedingt was von ihren 4 ehemaligen Ehemännern oder was darüber wissen möchte und ob vielleicht noch ein 5. ins Haus steht. Ja, das fand ich also ganz spannend, dass das sowohl Sina jetzt begegnet ist, als auch mir. Vielleicht habt ihr ja auch gerade zufälligerweise was über solche Zeichen gelesen. Dann lasst es mich bitte wissen. Ich mag von Granny ja so... Ja, später mag ich sie ja noch viel lieber in den anderen Büchern, aber hier hat sie ja schon so ein paar Qualitäten, die sie später auch hat. Und eins fand ich auch total süß, sie bekommt dann von einer Frau alte Kleidung und sie denkt sich im ersten Moment, Unverschämtheit, im Grunde genommen, warum gibt die mir alte Sachen? Aber sofort schaltet sich die zweite Stimme in ihrem Kopf ein und die sagt, naja, mal gucken, ob die gut aussehen und ob die eine gute Qualität haben. Es ist ja eigentlich so bei den Hexen, in den weiteren Büchern ja auch, dass sie ja nicht bezahlt werden mit Geld, meistens jedenfalls nicht, sondern dass sie dafür Gefälligkeiten bekommen oder...
naja, ungutes Thema, aber wenn ein Schwein geschlachtet wurde oder so, dass sie einen Schinken abbekommen haben oder dass, wenn eingemacht wurde, dass es Marmelade gab. Und sie bekamen halt abgelegte Kleidung. Und bei Granny war es ganz klar, abgelegte Kleidung nur schwarz. So, und das fand ich einfach auch ganz süß. Was hatte ich hier noch? Ach ja, und das fand ich sehr interessant eigentlich. Ich meine, Pratchett hat ja immer mal solche interessanten Gedankengänge, zumindest interessante Gedankengänge, die mich interessieren drin. Und zwar geht es halt um Energien, die in Stein halt auch gespeichert werden. Und ja, und er stellt es nun als allgemeine Weisheit da, denn Steine werden ja auch genutzt wie Quarz, um in dieser ganzen Informationstechnik Sachen zu übertragen. Und von daher ist es ganz klar, dass Steine ja auch ein Gedächtnis haben und wenn man sie denn befragen könnte, wahrscheinlich sehr viel erfahren könnte. Ja, ich bin, wie gesagt, auf Seite 186. Es gefällt mir nach wie vor richtig gut. So, Lindsay Sands, ein Vampir für gewisse Stunden. Habe ich jetzt durch. Meine Nase juckt schon wieder. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ob das das Make-up ist oder es gibt Geld oder eins drauf. Das hat meine Mutter früher immer gesagt. Wenn die Nase juckt, Geld oder eins drauf. Naja, mal gucken. Der Tag ist ja noch, naja, nicht mehr wirklich jung, aber es könnte noch irgendwas passieren. Aber ich spiele ja auch nicht im Bingo oder solche Sachen. Also sieht es eigentlich eher schlecht aus. Ja. Ich fürchte um meine Nase. So, also nochmal. Wir sind jetzt hier bei Ein Vampir für gewisse Stunden. Ich muss sagen, ich habe das wieder richtig gerne gelesen. Es ist halt etwas für zwischendurch. Wenn man sagt, okay, ich habe jetzt eigentlich nicht den Kopf für irgendetwas, wo ich drüber nachdenken muss oder möchte. Ich brauche einfach ein bisschen Unterhaltung. Und ich muss sagen, ich habe mich hier sehr, sehr, sehr wohl, gut unterhalten gefühlt. Und ja, wie gesagt, ich bin jetzt durch. War jetzt nichts mehr drin, worüber ich jetzt wirklich nachdenken muss. Wie gesagt, reine pure Unterhaltung, das tut manchmal so gut. Ja, und ich mag es halt, wenn meine Unterhaltung Reißzähne hat. Ja, und von daher, ich werde der Reihe weiterhin treu bleiben. Ich habe das jetzt erst entdeckt. Ich weiß gar nicht, ob das in allen Büchern drin ist, aber ihr habt hier auch einen Stammbaum hinten drin. Dann wisst ihr ganz genau, wer mit wem verheiratet ist und wer welche Kinder gehabt hat und so weiter. Was ich hier auch mal mochte, ist, dass im Grunde genommen dieses, ich will aber kein Vampir sein, dass das hier deutlich ein bisschen anders läuft. Und das fand ich eigentlich auch mal ganz gut. Also ich kann es nach wie vor empfehlen. Ich habe dann angefangen mit Die Geister der Pandora Pickwick. Und ich muss sagen, es ist wirklich mega, mega zauberhaft. Ich habe euch das ja schon gezeigt. Ja, und was ich richtig süß fand, Pandora ist am Lesen. Und zwar in der einen Nacht liest sie in einem Buch und sie liest sich richtig fest, weil es so spannend ist. Und das ist ein Buch über zwei Zaubererfamilien, die verfeindet sind. Das Ganze spielt in Paris. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Ja, das geht natürlich ganz klar über die Magier von Paris, von der gleichen Autorin. Fand ich ganz süß, dass mal so ein bisschen Schleichwerbung gemacht wurde, ohne dass ein Titel genannt wurde. Aber der aufmerksame Leser, vor allen Dingen, wenn er das Buch kennt, das andere, dann fällt einem das dann schon auf. So. Ja, und was ich eben auch ganz süß finde, ich weiß jetzt gar nicht, ich sag euch, nein, darf ich es euch sagen? Ich lese mir das ja hinten eigentlich immer nur so durch, weil ich sonst zu viel weiß. Na gut, sage ich es halt nicht, was dahinter steckt. Ja, weil es nicht hinten drauf steht. Jedenfalls ist es so, sie ist jetzt ja bei ihrer Tante angekommen und ist schon klar, Antiquitätengeschäft und es geht los damit, dass Süßigkeiten von ihr verschwinden. Sie legt irgendwo einen Schokoriegel hin, dann ist der weg. Dann hört sie nachts auf einmal ein Poltern, richtig laut, von unten aus dem Laden und es rumscht und knallt und sie sitzt senkrecht im Bett, läuft zu ihrer Tante und die sagt, na so eine Frechheit, ein Besen und haut mit dem Stiel immer auf den Boden. So, und dann ist er roh im Karton.
So, und dann die nächste, aber sie weiß ganz genau, die Tante hat ein Geheimnis. Tja, und als es in der nächsten Nacht dann wieder passiert, nimmt sie sich ein Herz und ihr Smartphone, stellt die Taschenlampe ein und geht unten in den Laden. Und da erwartet sie etwas richtig Gruseliges. Verrate ich euch jetzt natürlich nicht, was das ist. Das Buch handelt auch von Adoption. Das finde ich auch sehr interessant. Vor allen Dingen hat sie ja mal wieder einen anderen Blickwinkel als üblich. Sie legt nicht Wert darauf, oder natürlich legt sie irgendwo Wert darauf, aber sie möchte im Grunde genommen wissen, wer ihre richtigen Eltern waren. Sie möchte da mehr Informationen haben. Aber es wurde ja ganz klar gesagt, es gibt keine Informationen zu ihren Eltern. Das Jugendamt hat da nichts rausgegeben. Aber da sie mag es halt nicht, wenn in der Familie so getan wird, als wenn sie wirklich zur Familie gehört, was sie natürlich tut. Aber ich glaube, sie möchte einfach auch, dass es eben anerkannt wird, dass sie adoptiert ist und dass nicht einfach so darüber weggegangen wird. Wieso, du gehörst doch zur Familie und so weiter. Oder ach, der Familienähnlichkeit, wo keine sein kann. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Ja, ich bin auf der Hut, ich bin wachsam, ich bin mal sehr gespannt. Es ist jedenfalls bis jetzt richtig, richtig süß. Ja, und zu viel mehr bin ich nicht gekommen, wie schon gesagt. So ein Tag hat ja auch nur 14, vielleicht 14 Wachestunden. Ja, und ansonsten braucht man ja auch noch ein bisschen Zeit zum Essen und mit dem Hund rausgehen und Esel füttern und aufräumen. Das mache ich gar nicht so gerne. Ja, und andere Sachen, die halt gemacht werden müssen und dann ist die Zeit halt um. So, und es ist Sonntag und ich habe es heute sehr genossen, einfach mal alles ein bisschen viel, viel ruhiger zu machen als sonst. So, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt von euch und ja, Impressionen gibt es nicht, aber dafür sehen wir uns in 2 Tagen wieder. Gut, bis dann, ciao.